Herzlich willkommen zu einer kleinen Digitalisierung bzw. Soundvorstellung. Hier heute geht es um die RGB-Feldbahnloks. Dabei ist die Digitalisierung auf alle Feldbahnloks anzuwenden, also egal ob jetzt die Diesellok, die Dampflok oder die Diesellok hier mit dem Führerhaus, die ganzen Feldbahnloks und auch Otto-Loks, also Toytwin-Loks, sind eigentlich prinzipiell gleich zu digitalisieren. Wir haben jetzt die Feldbahnlok hier. Wir lösen auf der Unterseite diese Plastikabdeckung, die hier. Die sitzt hier vorne drauf, dann können wir die alte Platine abziehen und dort die Kabelschuhe von dem Drive S einstecken. Den Drive S legen wir dann da drunter und an den Drive S löten wir gemäß der Bedienungsanleitung die vier Kabel vom SX6 an, also plus minus Takt und Daten. Man sieht das, die gehen hier rein. Die Kabel gehen dann automatisch hier hoch durch die Öffnung zum SX6-Modul und am SX6-Modul eingebaut der rechteckige Lautsprecher. Das wird jetzt hier alles ein wenig verklebt. Und dann passt die Digitalisierung perfekt in die Lok rein. Ich empfehle dann noch vorne die Matte hier zu perforieren, damit der Schall besser austreten kann. Dann hat man ein super Soundergebnis und eine perfekte Digitalisierung der Lok.